spielen heute Brookhaven. Aber ich darf kein Gelb berühren, okay? Ich bin hier schon irgendwie... Zählt das als Gelb? Das ist eher braun, oder? Jedenfalls, ich darf kein Gelb berühren. Sonst ist die Folge vorbei. Ich werde hier mein Bestes geben. Die Easy wird mir eine Reihe an Aufgaben stellen. Oh Gott, nein, Easy. Nein, nein, bleib weg von mir. Bleib. Ich habe gehört, wir gehen mal in eine Modeboutique und ich... Ich mag übrigens total gerne Gelb. Oh, du magst doch nicht den Gelb! Geh weg von mir! Okay, ich habe zum Glück kein Gelb an meinem Outfit. Das wäre sonst ganz schön schlecht. Das wäre die Folge direkt vorbei. Dann wäre die Folge direkt vorbei. Deine Haare sind aber auch relativ hell, Ronja. Aber die sind blond, das zählt nicht. Die sind nicht richtig gelb, das stimmt. Okay, pass auf, ich habe nämlich überlegt, hier dieses Brookhaven, der Server gefällt mir richtig gut, ob ich mir hier ein Haus kaufe. Willst du mir mal ein Haus zeigen? Sehr gerne. Ja, okay, natürlich, das ist meine große Berufung. Dann treffen wir uns auf Grundstück Nummer 14. Da bin ich auch schon. Hallo. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. So, woran hast du denn Interesse? Bist du eher an was Kleinem, Süßen oder an was, an was Großem? Ich mach dich richtig nervös. Hättest du mir den Pool oder... Irgendwas Großes Keller. Ist cool. Easy, bleib fern. Okay, was Großes hättest du gern? Yeah, was Großes. Ich habe mir wieder meine normalen Sachen angezogen. Okay, siehst du, kein Geld mehr. Keine Sorge. Oh mein Gott, alles. Du hast zwar gesagt, was Großes, aber es gibt ein Haus halb auf Wasser. Wärst du daran interessiert? Mit Palmen? Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Ja, oder? Und das Beste, es gibt kein Gelb weit und breit. Ah, warte mal. Das gefällt mir überhaupt nicht, die Farbe. Oh nein. Das ist aber hässlich. Kannst du das mal kurz so rot färben vielleicht? Ja, na klar, gar kein Problem. Hier, bitteschön. Färb das mal rot. Ist schon besser, aber noch nicht ideal. Vielleicht mal rosa? Rosa? Kein Ding. Ein guter Makler geht natürlich auf die Wünsche seines Kunden ein. Ja, nee, das sieht furchtbar aus. Was ist das für rosa? Versuch doch mal so... Eher hellrosa oder... Hm? Nee, gelb. Das ist gelb. Gelb gesagt? Ja, ist das, was du willst? Oh mein Gott, das ist ja so schön. Oh mein Gott, das will ich mir gleich angucken. Würdest du mir das Haus denn zeigen? Natürlich. Also, erstmal kommen wir natürlich über diesen schönen Weg zu deiner Haustür, die sicher ist, weil sie kein Gelb besitzt. Dann haben wir hier ein schönes gelbes Buch in deiner Eingangs... Guck mal, wie du da rausgucken kannst durch die Wände. Das sieht ja voll schön aus. Das ist richtig schön. Kannst du mir das Buch mal eben geben? Ich kann dir ein Buch geben. Dieses hier vielleicht. Ah ja. Bist du da interessiert? Ja. Ich nehme irgendein Buch. Ist egal, welche Farbe das hat. Okay. Puh, Glück gehabt. Da war es gerade. Nein. Jetzt habe ich es. Okay, perfekt. Alles klar. Ja, hier steht alles drin, was ich wissen muss über das Haus. Okay, ach, guck mal, hier ist der Fahrstuhl. Oh mein Gott, Der ist gelb. Gehen wir da mal also nach oben? Im oberen Bereich. Okay, warte, ich habe hier vielleicht einen kleinen Trick. Pass auf. Eine Sekunde. Ich komme gerne mit dir mit. Man kann auch Fahrrad fahren in diesem Haus. Ja. Das so, wir können jetzt hier einmal hoch. So, ich musste nur kurz, ich durfte hier kurz was nicht berühren. So, aber da sind wir jetzt im oberen Stockwerk. Hier ist dein Sofa, hier ist deine Küche. Das ist unglaublich schön hier. Interesse an einem Apfel? Eine Banane wäre ganz lecker. Mhm. Ich nehme die mal, ja? Ja, nimm die dir ruhig selber. Ich bin halt leider allergisch auf Bananenschalen an der Hand. Verstehe. Aber wir könnten mal rausgehen. Machst du mir die Tür mal auf? Ich würde gerne die Aussicht mal genießen. Ja, hier, bitte. Genau. Willst du mit rauskommen? Ich schätze, ich will. Ah ja. Okay. Ah, oh Gott, die Reling ist auch gelb. Oh, guck mal, du hast hier einen großen Balkon draußen. Du kannst einmal um das ganze Haus rumlaufen. Ach, stimmt. Wie nice ist das denn bitte? Oh, hier ist mein Schlafzimmer. Wow. Das sieht ja ultra stark aus. Oh, wir könnten also auch ins Haus hier nebenan mal gucken. Zum Beispiel, warum denn nicht? Aber willst du da alleine gucken, so oder? Nee, das gelbe Haus, das hat einfach mehr Stil, you know? Sieht ein bisschen aus wie die Häuser, die ich in Sims gebaut habe früher. Sehr, sehr gut. Okay, Ronja, ich glaube, das Haus gefällt mir echt gut. Das nehme ich. Wir müssen jetzt einmal zur Bank. Ich muss Geld holen, damit ich das Haus bezahlen kann. Alles klar, dann lass uns hier gerade einmal runter. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, hier ist mein Auto. Du machst es nicht gelb, oder? Ah, warte mal, das ist falsch, Entschuldigung. Ich meine natürlich, hier ist mein Auto. Da ist mein Auto, dann steig doch mal ein und dann fahren wir jetzt in die Stadt. Ich fahre mit meinem pinken Fahrrad hinter dir her, okay? Ah, umweltbewusst, verstehe. Kein Problem. Muss ja nicht jeder mit einem eigenen Schulbus fahren. Oh, gelber Strich auf der Straße. Ja, fahren wir natürlich links vorbei. Habe ich beobachtet. Kann ich mit dem Fahrrad springen? Ja, perfekt. Ich bin in Sicherheit. Mir kann nichts passieren. Hier, warum sind denn hier diese komischen gelben Matten einfach auf dem Boden? Oh, die Bank ist sicher, die Bank ist nur grün. Ach, da sind wir auch schon. Gar kein Problem. Herzlich willkommen. Du holst dir was.
Ja, ja, ich hol kurz Geld ab. Hier hättest du denn gerne... Was also kostet das Haus? Kostet 500.000 Robux. Alright, hier bitteschön. Oh, perfekt. Das stimmt genau. Und hier ist noch ein bisschen Trinkgeld für dich. Oh, dankeschön. Sehr gerne. Und zum Dank für diesen wunderschönen Hauskauf. Nimmst du mal das Trinkgeld bitte an? Ja, Entschuldigung. Okay, perfekt. Mhm. Zum Dank für diesen wunderschönen Hauskauf würde ich dich gerne einladen auf ein Eis. Wie wär's damit? Oh, wir machen ja einen schönen Nachmittag. Okay. Sehr gerne. Okay, hier erstmal das Adoptionscenter meiden. Die blöde Matte. Oh Gott, lauf doch da nicht lang. Alles ist so gelb. So, da ist der Eisladen schon. Hier ein kleiner Sprung. Da kann mir nichts passieren. Und ich hätte gerne... Ah, da sind wir im Eiscreme. Mint-Chip. Ach, Mint-Chip hättest du gerne? Ja, oh mein... Easy. Mensch, das sieht aus, als wenn die Polizei hier dicht gemacht hätte, Ronja. Ich glaube nicht, dass die Polizei hier dicht gemacht hat. Ich habe gesehen, wir kommen hier nicht mehr raus. Hier war wohl ein Tatort. Nein! Oh nein, was soll ich denn jetzt hier wieder rauskommen? Naja, dann essen wir jetzt erstmal Eis, oder? Okay. Oh, warte, hier hinten siehst du auch die Leiche. Was? Ja, hier liegt sie. Ich glaube, hier ist gar kein Tatort. Ich glaube, du hast einfach nur das blöde Polizeiding überall hingeklebt. Kann es sein? Niemals. Wie kommst du denn darauf, dass ich sowas tun würde, Ronja? Ich habe dich beobachtet. Ich habe es genau... Aha. Siehst du, da liegt die Leiche, habe ich doch gesagt. Du hast recht. Okay, kein Wunder, dass hier überall das Polizeitape ist. Was ja schon immer da war. Jetzt hast du das auch noch hier gemacht. Ich wollte durchdrehen. Warte, warte, vielleicht. Aber ich hätte Vanilleeis für dich. Wie wär's damit? Möchtest du Geh eine bloß coole, weg mit dem Vanilleeis. Oh, guck mal, der sieht doch gut aus. Der sieht. Oh, juhu, was? Hä? Aber der ist eher orange. Warum ist da ein Dino auf einem Pfad? Wo kommt der her? Oh mein Gott, der verfolgt mich ja! Oh, guck mal, wer ist denn das? Das ist Wednesday mit ihrer Hand. Oh, okay. Warte. Kann man jetzt Leute spawnen in Roblox? Oh, die hat einen gelben Koffer. Goldenen Ghetto Blaster, glaube ich. Okay, nee, es ist ein echter Mensch. Hi! Kino! Ins Kino! Ja, wir gehen ins Kino! Frage, und anschließend gehen wir hier oben bei Happy Burger was essen. Das klingt doch gut, oder? Komm erstmal ins Kino. Happy Burger, nein! Okay, ins Kino. Kino ist blau. Kino Ach, es läuft kein Film, ist langweilig. Lass gleich zu Happy Burger gehen. Ich habe das Gefühl, du willst gar nicht zu Happy Burger gehen. Ich habe das Gefühl, du willst mich nur ärgern. Was? Ich hab mega Bock auf Happy Burger. Guck doch mal, aber wie lecker das hier alles hast du vielleicht aussieht. Lieber Lust auf... Coca-Cola, Coca-Sprite, Coca-Fanta, alles lecker. Was darf es sein? Hallo okay, und willkommen bei Happy Burger. Was kann ich für Sie tun? Hallo, Oh, wow, geh weg mit der blöden Tüte. Was ist denn das? Ich hätte gerne... Das ist ein Geschenk. Nee, ich soll nicht nehmen. Du kannst mich nicht täuschen. Du kannst mich nicht täuschen. Bleib weg. Ich hätte gerne einen Happy Burger, einen veganen Happy Burger. Ohne Käse, einen bitte. Einen veganen Happy Burger. Dann gehen Sie woanders hin ins Land der Veganer. Aber sowas gibt's hier nicht. Hier. Aber da ist Käse drauf. Sind Sie laktoseintolerant, Mist? Ja. Oh, na dann mache ich den Käse. Ich kratze den kurz runter, okay? Okay, danke. So, jetzt einmal frisch mit Sojakäse. Bitte sehr. Ich bin auch sojaintolerant, leider. Du bist auch sojaintolerant? Hm. Ja, was soll ich denn da machen? Also, ich kann Ihnen maximal ein Brötchen anbieten. Vielleicht eine Happy Cola? Happy Cola? Tut mir leid, die ist leider aus. Die ist aus. Aber haben Sie denn irgendwas? Hier haben Sie eine Packung Doritos. Oh, bitte. Perfekt, ja. Die ist rot, da ist nichts. Doritos sind, ich meine, essen darf ich die wahrscheinlich nicht, hä? Nee, die sind gelb. Die sind gelb. Aber die Packung darf ich halten. Fall nicht drauf rein, Ronja, auf die miesen Tricks der Burgerindustrie. Die mir hier Doritos verkauft. Klassiker für Happy Burger. Das machen die. Ach, ja. Okay, aber ich gehe ein bisschen trainieren, um die Doritos, die ich nicht gegessen habe, abzuarbeiten. Was auch immer du machst, ist in Ordnung für mich. Ich denke, ich werde hier ein bisschen... Ich sehe da gerade unten noch eine Pizza, die mich anlächelt. Wir sehen uns. Bis Mach's dann. Gut. Okay, dann laufe ich hier ein bisschen auf dem Laufband. Eigentlich kein schlechter Tag. Ich denke, ich war relativ erfolgreich hier mit der... Herausforderung. Oh, perfekt, ein Taxi. Mit dem kann ich direkt nach Hause fahren. Entschuldigung, sind Sie gerade frei? Oh, was ist? Huh? Können Sie gerade hier einmal rausfahren aus der Parklücke? Bitte. Ja, okay, perfekt. Super, danke. Dann einmal zu Haus Nummer 14, bitte. Dame. Haus Nummer 14. Haus Nummer 14, Taxi wird im Betrieb genommen. Und let's go. Nein! So kurz vor Ende. Ich dachte, ich habe es geschafft. Und dann färbt die das Taxi. Easy. Hallo, was ist mit meinem Geld? Mit meiner Kohle? Ich bin hier locker 3,5 Meter gefahren. Wow. Das wird wohl nicht reichen, junge Dame. Ich brauche mehr.
Okay, hier, ich habe noch mehr. Ich habe vorhin ein Haus verkauft. Oh ja, 500.000 wieder verdient. Na gut, das war dann aber mit dieser Folge Brookhaven. Aber du darfst kein Gelb anfassen. Falls ihr das wollt in einer anderen Farbe nochmal, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut unbedingt bei der Easy vorbei und dann macht's gut. Oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.